Kein Mensch will Hightech, also du willst nicht die ganze Welt voller Computer und Schalter haben, sondern schau dein Zuhause an, du willst eigentlich schüchterne Technologie. Technik soll sich zurücknehmen, sie soll intelligent im Hintergrund sein. Gehen erstmal in die Küche, Sie sehen, Sie müssen kein Handy starten, kein Computer, alle Informationen wie das Wetter werden augmentiert, eingeblendet. Die ganze Welt ist Multitouch-enabled. Partizipation? Ja. Ja, Involvement, klar, der User muss mitmachen, mitgestalten, ja, eigentlich die Produkte schon von Anfang an mitgestalten. Unternehmen müssen eigentlich am Anfang an, also baust ein neues Hotel und kannst schon die User involvieren, die Kunden involvieren und überlegen, dass die Räume mitgestalten, die ganze Atmosphäre mitgestalten, weil dann natürlich die Akzeptanz riesig ist. Ja. Sie machen das in Ihrem Hotel, in der Lobby. Und Sie sehen, welche Stimmung. Welche Stimmung haben heute die Kunden. Ja? Noch sind Sie alle happy. Es wird sich gleich ändern. Also in der Kommunikation könnt ihr proaktiv sein, neue Technologien einsetzen, neue Medien einsetzen, über Facebook, über Twitter, über YouTube eure Destination vermarkten, damit ihr junge Leute kriegt, damit ihr affine Leute kriegt, ja. Aber in der Destination selber könnt ihr wieder ganz auf eure ursprünglichen Werte gehen, also authentisch sein, man kommt hierher, Geborgenheit, es ist eigentlich eine total entschleunigte Welt, ja.